Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, es gibt ein neues Video. In diesem Video soll es sich nochmal um das neue Event drehen, Freunde. Das Neo Knights Event. Gestern, falls ihr das gestrige Video verpasst habt, checkt es nochmal gerne aus. Da habe ich mir nicht euch erklärt, was alles Free-to-Play ist. Also, falls ihr da nochmal ein bisschen mehrere Informationen haben wollt, schaut das Video auf jeden Fall von gestern an. Den nächsten Stream gibt es auch am Dienstag wieder um 19.30 Uhr. Dann öffnen wir auch mal schöne Packs. Genau, Rivalries ist auch noch mit am Start. Also wird auf jeden Fall eine nice Sache, Freunde. Und ja, ich hatte ja schon gesagt, ich habe heute nämlich für euch nochmal eine Liste, welche Spieler noch alles bei den, ich weiß gerade, Bass, irgendwas mit Bass war das, glaube ich. Drumpad kommt, Freunde. Drumpad ist ja aktuell, genau, ist ja jetzt der zweite Tag mit Wang Yi Shang. Ist eigentlich ganz solide. Den würde ich eigentlich gerne ziehen, aber ich werde ihn wahrscheinlich nicht ziehen. Auf jeden Fall, Freunde, da gibt es dann jetzt wie immer so eine Liste. Aber wir haben sogar einen. Okay, komm, ich mache mal einen. First Try vielleicht. Ist die Frage, wo nehme ich? Ich mache hier, komm. Bitte. Es wäre so, es wäre wirklich geil. Oh, schade. Okay. Auf jeden Fall, Freunde, gibt es jetzt hier eine Liste. Die Liste blende ich euch auch jetzt hier nochmal ein. Dann könnt ihr vielleicht einen Screenshot von der Liste machen oder pausiert kurz das Video. Da seht ihr auf jeden Fall, welche Spieler noch alle kommen werden. Ich würde euch raten, spart halt auf die guten Spieler. Also so beim 96er oder 95er würde ich es nicht öffnen. Ich würde so beim 98er, 99er öffnen. Das ist so meine Empfehlung. Genau. Ja, weil es ist halt einfach gut, wenn man ihn zieht, wäre natürlich geil, so ein 98er, weil so ein Wang Yi Shang, okay, der bringt keine 25 Millionen, aber ja, der bringt vielleicht noch gute Coins, bisschen. Da lohnt es sich auf jeden Fall mehr, dann halt einen, ja, 98er oder 99er zu ziehen oder da zu öffnen. Und ja, Freunde, also, wie gesagt, könnt gerne einen Screenshot von der Liste machen, wie ihr möchtet. Dann war auch noch die Frage, Freunde, die heilige Frage. Einige hatten mich noch gefragt, wo gibt es denn jetzt Gareth Bale? Hier ist ja kein Bale. Bale wird zu, ja, 100%, also ist die einzige Option, wird im Shop kommen, wo jetzt aktuell der gute Heung-Min Son ist. Hier wird dann ein Gareth zu dem Bale kommen. Genau, damit ihr dann auch hier Gewissheit habt. Ich hatte zuerst gedacht, oh, vielleicht kommt er im Umtausch oder vielleicht kommt er hier bei den Neo Knights, aber nee, ist jetzt doch nicht gekommen. Aber gut, ihr wisst auf jeden Fall, Shop wird er wahrscheinlich kommen, weil es ist die einzige logische Option. Genau, also auf jeden Fall hier, ja, werde ich alles dann im Stream ausgeben. Ich habe irgendwie noch gar keinen Plan. Ich habe hier noch gar keinen Plan, wen ich ihm hier abhole. Ich weiß es wirklich nicht, Freunde. Ich bin hier planlos. Ich, keine Ahnung. Es ist irgendwie so, kein einziger Spieler interessiert mich. Alle Spieler sind irgendwie Schmutz so an sich. Ja, gut. Verkaufen wird man die wahrscheinlich jetzt auch nicht groß können, weil die nicht so viel wert sind. Also die Free-to-Play-Spieler. Von daher, ja, ich werde wahrscheinlich mir hier so einen 96er holen, aber ich bin da noch planlos. Retro-Stars ist eigentlich auch das Gleiche. Ich bin hier auch noch planlos, ich weiß nicht, wen ich mir holen soll. Vielleicht schwitze ich sogar noch auf einen 100er. Da müsste ich aber die Intensität immer halt machen. Ach, ich bin irgendwie in diesem Event richtig planlos. Es ist irgendwie so. In den anderen Events hatte ich immer direkt einen Spieler mir ausgesucht, fokussiert, den ich unbedingt haben wollte. Hier ist es einfach, keine Ahnung. So, ich weiß es nicht. Ein Endo ZDM, ja gut. Aber, Weiß ich nicht. ZDM Endo. Ja, ich habe einfach keinen Plan, Freunde. Ich habe halt wirklich keinen Plan. Es ist, ja, das Event ist eher so spielertechnisch her sehr langweilig. Rivalries ist zum Beispiel hier, hatte ich direkt meinen Plan bei Premier League, mir einen Sancho zu holen. Habe ich ja dann auch gemacht. Genau. Ja, auf jeden Fall, was ich habe ja noch hier ein paar Punkte. Wie viele Tickets habe ich? 30.000, okay. Ja, ich weiß halt nicht. Ich gucke jetzt hier nochmal, was in den letzten Ligen kommt an Spielern. Wenn da vielleicht nochmal ein cooler Spieler kommt, dann werde ich mit dem vielleicht, da werde ich dann die Tickets dafür ausgeben. Ansonsten habe ich jetzt halt nicht großartig
auch ein Spieler, den ich hier unbedingt haben möchte. Vor allem von der La Liga ist jetzt kein geiler dabei. Ja, vielleicht kommt Serie A nochmal ein geiler. Würde ich fühlen. Pass habe ich mir geholt. Pass gibt es dann wahrscheinlich morgen die ersten Packs. Dann hier gibt es Pack Opening. Genau. So sieht's aus. Wird auf jeden Fall eine wilde Angelegenheit. Und ja, mein Ziel ist es ja aktuell immer noch. Ja, ihr wisst ja, Rodrigo zu kaufen. Ja gut, ich hoffe, der sinkt nochmal ein bisschen, weil den möchte ich auf jeden Fall mir reinstellen in den rechten Flügel. Ja, ansonsten habe ich jetzt ja keinen großen Plan, wie gesagt. Ja, Nego Knights ist halt sowieso so eine Sache. Ja, Rivalries warte ich, wie gesagt, nochmal auf Serie A. Ich hoffe, Serie A kommt vielleicht nochmal ein cooler Spieler, wo ich meine Tickets nochmal ausgeben kann. Weil wenn nicht, würde ich meine Tickets sogar, ich weiß nicht, vielleicht Bundesliga für Musiala dann ausgeben. Bei Bundesliga bin ich sogar am weitesten. Bin ich ja hier. Ja, dann würde ich wahrscheinlich für Jamun ausgeben, aber ja, wird sich dann sehen, Freunde. Wird sich dann auf jeden Fall sehen. Ich würde aber jetzt sagen, Schluss geben sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder, Freunde. Macht's gut, bis morgen. Haut rein und ciao.